21 said that she don't need a college degree, yeah. She wanna party, yeah, she always getting for free, yeah. Bottles and bottles, yeah, she drink her problems away, yeah. Hallöchen, meine Freunde. Heute Thema Motor. Ja, unser Motorblock ist fertig, steht in den Startlöchern. Jetzt kommen noch die ganzen Anbauteile. Ja. Wir haben Generator, wir haben neue Motorlager, neue Grippenriemen, wir haben Thermoband, um den Fächer einzuwickeln. Wir haben unsere Samco-Kühlwasserschläuche. Wir haben von Sandler auch Druckgeber für Öldruck und ein Öltemperaturmesser für Öltemperatur. Da gibt es auch hier nochmal so ein, haben sie uns extra noch was mitgegeben, werden wir aber auch später nochmal reinschneiden, dass man wirklich hier besser rankommt an die Stelle, wo der Öldruck wirklich besser zugänglich ist. Genau. Ansonsten werden wir jetzt einfach schon mal anfangen, alles zusammenzubauen. Wir werden bestimmt unterwegs noch merken, dass wir noch ein paar Sachen brauchen. Zum Beispiel für den Fächerkrümmer haben wir die Bolzen gerade nicht da. Die müssen wir noch nachbestellen. Wir haben noch keine Zündkerzen da. Aber wir drehen jetzt einfach, weil heute Sonntag ist und wir jetzt einfach schön ein bisschen Zeit haben und können uns in Ruhe mal den Motor auch wirklich jetzt ganz in Ruhe widmen in diesem Thema. Und genau, es wird spannend. Wir schauen, was noch alles passiert und legen einfach mal los. So, während der Felix die Fächerkrümmer einwickelt, werde ich die Motorhalter mal ein bisschen überarbeiten. Einfach ein bisschen mit der Drahtbürste drüber gehen, dann schön nochmal ein bisschen abschleifen und dann einfach mit unserem Thermolack Silber lackieren, damit das einfach wieder geil ausschaut, weil so ist es nicht geil und genau. Jetzt machen wir hier mal vorne ein bisschen wieder alles startklar, oder? Generator dran, Lenkhilfepumpe, Wasserpumpen, Ritzel. Wollen wir da auch noch mal ein bisschen drüber spritzen eigentlich so? Oder lassen wir es so crusty? Weiß ich nicht, ich hatte ihn ja nicht auseinander. Ja, wir können da schon noch was draufballern. So. Weil hier bei ihm hier für den Waterpump. Ja, Waterpump. Der kommt ja so drauf, Dem können wir ja auch noch, obwohl der sieht ja relativ hübsch im Haus, ne? Ja. Schön sauber machen. Aber da haben wir vielleicht ein bisschen mit dem schwarzen Lack drüber, oder? Ja, soll ich das mal abschrauben? Nee, aber abkleben und so drauf. So, was ballerst du da jetzt dran? Lichtmaschine? Geil. Tu es. Checken. Checken Sie. Was ist los? Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber die Schrauben, die eigentlich da reingehören, wo sie reingehören, passen da nicht mehr rein, wo sie eigentlich drin sind. Hinten sind die scheiß Bremssattelhalter verbogen. Die Schrauben nicht mehr. Das ist ein affiger Scheiß. Vielleicht passt die. Passt? Die passt. Da muss ja eine Schraube bestätigt gewesen sein. So Leute, wir haben wieder ein Problem bzw. eine Herausforderung. Yes. Nämlich, wir haben hier eine neue Lichtmaschine. Yes. Und hier die alte. Und bei der alten, man sieht hier, steckt man einfach nur den Bolzen durch und hat von hinten eine Mutter zum Gegen, also halt zum Festziehen. Und hier bei der Nagelneuen haben wir hier einen Gewindeeinsatz drin. Das heißt, die haben jetzt, Schraube ist zu lang. Die Schraube ist nicht, ja, sie ist allgemein zu lang, aber eigentlich ist das Gewinde zu kurz. Ach so, das heißt, du kannst nicht weiterschrauben. Ich kann nicht weiterschrauben. Also ich bin so weit reingekommen und habe hier vorne dann den Abstand, falls man sieht. Ja, dann können wir das Gewinde hier nicht aufbauen? Wir können das Gewinde da aufbauen, ja. Okay, let's do it. Lass uns das tun, ja. Weil dann kommen wir hier so weit raus und können immer noch hier mit einer selbstsichernden Mutter einfach festziehen. Und dann ist das Problem gelöst. Alright. Was machen wir erst noch sauber, oder? Was ist das? Lenkhilfepumpe. Traulische Lenkhilfepumpe für deine Servolenkung. Bisschen sauber machen kann ich schon. Bisschen sauber machen schadet meistens in der Regel nicht. So, jetzt haben wir hier. Das ist jetzt ziemlich annoying. Das
überall drüber. Siehst du das auch gescheit? Ja, schaut gut aus. Und dann drauf ziehen. Hier schaut scheiße aus. Geil. Wir bauen das Thermostat aus, da wir das einfach nicht brauchen. Das hat ein paar Grad mehr Kühlleistung bringt, beziehungsweise der Motor länger kühl bleibt. Und von dem her bauen wir es lieber raus. Zum Beispiel auch beim S54, der hat auch für den Ölkühler einen Thermostat. Wenn man den rausbaut, spart man sich 10 Grad. Also wie sparen? Also wird kälter. Warum? 10 Grad kälter. Weil der Durchlass größer wird. Ach so. Der Thermostat macht den nur einen bestimmten Weg auf, aber nicht komplett frei. Und deswegen bauen wir es raus und wir haben auch nicht das Problem, dass der Motor überhitzen kann oder das Thermostat nicht mehr funktioniert, weil es festhängt und der Motor überhitzt oder irgendwas, was wir halt im Renngeschehen halt nicht gebrauchen können. Okay, das heißt, wir kontrollieren dann die Hitze sozusagen nur über das Zusatzinstrument. Ja, du musst halt darauf achten, wie es mit der Hitze ist, aber der Motor wird sowieso einfach so heiß, wie er halt heiß wird, ne? So sieht das aus. Mhm. Und was passiert, wenn da Wasser reinläuft? Was wollen wir denn in den Heißluft füllen? Wasser umspült das Thermostat. Da ist ein Bimetall drin, was sich zusammenzieht oder ausdehnt. Siehst du? Und dann geht's aus. Ja. Und dieser Kanal wird dann frei und lässt das Wasser durchlaufen. Und dieser Kanal wird halt nicht so weit geöffnet, dass wirklich das Wasser ungehindert durchkommt, sondern es ist immer eine Verengung. Und wir haben halt jetzt dann ohne keine Verengung mehr drin. Okay. Geil. Aber das heißt, sowas kann ja auch kaputt gehen, ne? Das kann kaputt gehen und das ist dann auch richtig kacke im Rennen oder so. Ja. Stell dir vor, dein Motor überhitzt, nur als Thermostat hängen bleibt oder so. Ja. Das will man, glaube ich, nicht. Okay. Schade, dass es schon eingebaut wurde, aber hilft ja nichts. Brauchen wir nicht und verwenden wir nicht. Das hier ist unser Kühlschlauch. Erstmal hier zum Kühler-Ausgleichsbehälter und hier zum Wärmetauscher. Und hier zur für die Leerlaufregulierung oder irgendwas ist der, glaube ich. Und jetzt haben wir hier das Problem, da wir ja hier nichts mehr haben, kein Wärmetauscher, kein gar nichts, wollen wir natürlich hier reingehen. Geht natürlich mit dem Schlauch nicht, weil ist alles ungut, weil wir knicken hier den Schlauch ein, wenn man das so sieht. Und das heißt für uns weniger Kühlleistung bzw. die Durchflussgröße des Schlauchs wird enger und das heißt, das ist nicht so schön. Also im Endeffekt ging das hier in die Karosserie rein, zur Lüftung quasi, zum Heizgebläse und ging dann hier wieder raus. Genau. Und da wir das nicht mehr haben, müssen wir natürlich direkt wieder in den Block rein. Und das heißt, wir müssen hier abtrennen, was wir gleich auch auf jeden Fall machen werden. Dann brauchen wir hier ein Adapterstück und dann ein L-Schlauch. Also einen Schlauch, der schon ein vorgefertigtes L drin hat, damit wir wirklich dann hier 90 Grad reingehen können. Mhm. Und den müssen wir jetzt aber erstmal suchen. Hey, hast du ein Auto gefunden jetzt oder was? Ja, das habe ich mir mal gekauft. Und jetzt tust du das in mein Auto rein? Carbon, ne? Echt? Ja. Das ist bestimmt Vermögen, oder? Bei dem ist es so, wenn man es lang genug macht, ungefähr so, dann ist der Effekt nicht so schlimm. Mhm. Weil er eh gerade wäre. Schneid einfach ab. So. Hm? Geil, oder? Lieber ein bisschen mehr, oder? Halt nochmal hin. Entschuldige. Jetzt rutscht natürlich der Motor weg. Nein! Zu lang. Jetzt habe ich ihn so schön drauf gesteckt und jetzt passt es nicht. Also, als würdest du meinen Motor bumsen. Vielleicht lief es ja auch gerade. Was sagst du? Ja, schon okay. So Leute, die Hochzeit steht kurz bevor. Unser Motor ist fast fertig. Wir warten noch auf Teile von Kfz-Teile 24, weil wir unsere Zündspulen noch nicht haben. Die kommen noch. Aber wir können hier unten unsere Schläuche richtig schön sauber machen. Unsere Schlauchhalter können wir schön lackieren. Motorhalter sind dran. Motorlager von IAP Germany sind dran. Motor zusammen, auseinander und zusammengebaut. Nee, auseinander nicht, aber schön wieder zusammengebaut von Happel Motorsport, Zylinderkopfcenter. Ja, also richtig, richtig geil. Wir bekommen unser Einmassenschwungrad und unsere Kupplung von CCC Motorsport. Sinter Metall von
von Sachs Motorsport. Dann werden wir hier unser ganzes Vorderteil wieder wegbauen. Drehschieber lassen wir wahrscheinlich drin. Dann heben wir den Motor rein, komplett mit Getriebe. Und dann schauen wir, ob alles passt soweit. Ja, und dann bei unserem Achsträger haben wir nur die Plates drauf geschweißt, ja, ohne Löcher. Es gibt ja vorgefertigte, wir haben es aber ohne gemacht. Da müssen wir auch noch die Löcher bohren. Und dann schauen wir erstmal, setzen wir erstmal rein und schauen erstmal, dass alles passt. Genau. Alles klar, es geht los. Kaum ist der Motor einigermaßen wieder zusammengebaut, schon nehmen wir wieder auseinander. Geil, oder? Naja, nicht dry as fuck, aber ist auf jeden Fall schon mal wieder einbaubar. Weißt du, was richtig geil ist? Guck mal, es sieht aus wie so ein Sturmtruppler, finde ich. Findest du nicht? Hier die Augen, da und da. Sag doch mal was. Sturmtruppler? Sir. Sturmtruppler? Sir. My lord. Sturmtruppler. My lord? Yep. My lord? Uh-huh. My lord? Yo. My lord? Hmm? What's up? Definitiv, ja. Wir machen unseren schönen Bosch-Starter sauber. Also, ja, dass er halt nicht ganz so crusty ist. Ein bisschen reinigen. Damit wir ihn jetzt dann einbauen können, oder? Ja. Hm. Geile Idee, oder? Geil. Genau, dann machen wir das. So, und nicht anders. Bremsenreiniger, unser bester Freund. Ja, der reinigt auch deine Bremsen. Hübsch, gell? Old, but the gold. Hm. Geht nicht, wie? Nee, geht nicht. Ach, schade. Dann geht's erst mit dem Getriebe zusammen. Was ein Scheiß! Ein Schwarz? Man muss es immer so einbauen, dass man es auch, wenn es im eingebauten Zustand ist, man es auch wieder ausbauen kann. Das ist richtig. Weil wenn du dann erstmal wieder alles wegbauen musst und den Motor ausbauen musst, um eine Schlauchstelle aufzumachen, dann sagen alle, bist du dumm oder so? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, nehmen wir mal den hier. Oh mein Gott, das ist schwer! Hey, nice, oder? Machen wir mit dem Getriebe eigentlich nichts? Fahren wir das so, wie es ist? Mit dem machen wir nichts, das machen wir jetzt nur sauber. Neues Getriebeöl? Ja, klar. Okay. Haben wir auch haben schon wir. Da. Aber erstmal brauchst du sonst nichts, weil das ist okay. Hat auch keinen Sinn gemacht, das auseinanderzubauen, um mal zu gucken. Wahrscheinlich nicht so, wie der Motor aussah. Nee, ne? Getriebe, das ist Verschleißteil. Dann machen wir ein neues rein, wenn es kaputt sein wird. Was denn zum Fahren lernen für dich reicht, das... Da brauchen wir jetzt kein unendlich viel, wie sagt man das denn? Kein neues. Nein, da brauchen wir kein unendlich viel Kohle da reinstecken, dafür, dass du... Das wahrscheinlich eh kaputt fährst. Das wird kann passieren, ich meine einmal verschalten oder sowas, ja. Ohne zwei Massenschwungrad, das ging schnell. Vielleicht kannst du mir mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen Einmassen- und Zweimassenschwungrad ist. Du musst es aber holen, weil sonst... Ja, dann holen wir es. Ich werde jetzt hier die Kupplung, die ist jetzt momentan in der Druckposition, also der hält natürlich jetzt die Mitnehmerscheibe fest. Und wir wollen das jetzt erstmal auseinanderbauen, um dann das Einmassenschwungrad hinzukommen. Und deswegen muss ich jetzt die Kupplung mit diesem Werkzeug betätigen, damit ich dann hier die Schrauben lösen kann, ohne dass sich diese ganze Druckplatte verbiegt. Weil wenn man da zu viel aufschraubt, kann sich das komplette Teil verziehen und dann hast du keinen Spaß mehr mit der Platte. Das ist einfach nur hier einfädeln, an drei Punkten reinschrauben. Das macht im Auto auch dann sozusagen der Kupplungsfuß. Genau. Wir machen jetzt genau das, was du mit deinem Fuß auch machen würdest. Und sieht man jetzt bei dem natürlich schlecht. Ja, hier sieht man das. Und da siehst du da rein? Schwierig. Da ist eine Lämsche. Da sieht man halt. Warte mal, warte mal. Halt mal ruhig. Ja. Da sieht man halt jetzt, dass wir die Kupplung betätigt haben und dass jetzt die Mitnehmerscheibe frei ist. Jetzt schraube ich hier die Druckplatte runter. Boah, Alter. Die haben ein gutes Fitting, hey. Also nur mal für mich fürs Verständnis, wie grundsätzlich eine Kupplung funktioniert. Das muss sich ja drehen. Ja, das dreht sich die ganze Zeit, wenn der Motor läuft. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist quasi sozusagen an der Kurbelwelle. Genau, das ist direkt an die Kurbelwelle. Das ist an der Kurbelwelle dran. Ja. Das heißt, wenn der Motor sich dreht, dreht das sich. Genau. Dreht sich das. So. Und die Druckplatte. Jetzt ist die... Die Druckplatte ist ja hier direkt an das Einmassenschwungrad festgeschraubt. Ja. Und
die Druckplatte hier. Sobald die Kupplung betätigt ist, wird die durch die Tangentialblattfedern, die man hier sieht, zurückgezogen und gibt dann quasi die Mitnehmerscheibe frei. Die Mitnehmerscheibe hat dann keinen Kontakt mehr zu dieser Fläche und zu dieser Fläche, also keinen Kraftschluss. Und sobald man an die Kupplung kommen lässt, drückt dann durch diesen Federteller die Druckplatte auf die Mitnehmerscheibe und quetscht sie zwischen dem Einmassenschwungrad und der Druckplatte zusammen. Und durch die Reibung und den Druck entsteht dann ein Kraftschluss. Zum Getriebe. Zum Getriebe, genau. Ja, okay. Der große Unterschied zu einem Einmassenschwungrad und zu einem Zweimassenschwungrad ist natürlich, ja, ist ja auch, hört man ja auch raus, hier bewegt sich nur eine Masse und beim Zweimassenschwungrad ist es so, man hat zwei Massen. Man sieht es hier, dass nur dieses Stück hier hundertprozentig mit dem Motor verbunden und über Öl oder ich weiß nicht mehr genau, was da drin ist, aber auf jeden Fall durch eine Verbindung ist hier nochmal eine zweite Platte drauf, die dafür sorgt, wenn du jetzt einkuppelst, damit du im Stadtverkehr nicht zu viel Drehzahl brauchst, damit die Kupplung nicht so heiß wird und weil du ja viel mehr kuppelst, sorgt es dafür, dass es die Drehzahl bzw. das Drehmoment besser aufnimmt und du so einen, er dreht sich, bevor die wirklich der Kraftschluss komplett da ist, dreht sich die Platte einmal kurz mit, dann hast du ein weicheres und schöneres Anfahren. Aber kann das Teil sich einmal komplett drehen? Ist das freischwimmend oder ist das wie so ein Lager im Endeffekt? Es ist schon schwimmend gelagert, aber es ist nicht komplett frei. Also es hat auch Endanschläge quasi. Okay, alles klar. Also das ist halt einfach nochmal ein bisschen schmoover sozusagen. Genau, genau. Okay. Dann gibt's auch mit. Aber wo ist der Vorteil zu einem Einmassenschwungrad? Ja, wie gesagt, Stadtverkehr, wenn du viel kuppeln musst. Schon klar, aber für unseren Gebrauch, wie macht sich das jetzt bemerkbar? Wieso fahren wir im Motorsport ein Einmassenschwungrad und im Straßenverkehr nicht? Das ist Gewicht, hauptsächlich. Und wir brauchen es ja nicht. Du wirst nur zum Gängeschalten kuppeln, wenn du schon quasi mit dem Auto rollst. Und diese zwei Massenschwungräder sind ja dafür ausgelegt, auch im Stadtverkehr immer aus dem Stand zu funktionieren. Okay, also das ist mehr aus dem Stand, so eine schmutzige Geschichte. Genau. Und wir machen ja wirklich schnelle Kraftschlüsse durch schnelle Schaltungen sozusagen. Genau, also brauchen wir dieses Mitdrehen nicht. Das Einzige, was sich bei uns, bei unserem Antriebsstrang da mitdrehen wird, ist die HD-Scheibe, also die Verbindung zwischen Getriebe und Kardanwelle und Hinterachsdifferential. Das ist unser einziges gummigelagertes Teil dann. Die wird es ja auch aus Alu oder so geben, ne? Die würde es auch aus Alu geben, würde ich aber nicht machen, weil wenn du da zum Beispiel driftest oder sowas, hat mir Marcel von IAP erzählt, da reißen dir hinten die Antriebswellen zum Beispiel ab, wenn du genug Power hast. Oder bei mir zum Beispiel ist schon mal ein Getriebe kaputt gegangen wegen so einem Teil. Ja, weil du darfst dich nicht verschalten, du musst, es muss passen. Und wenn du richtig schnell schaltest, kann es passieren, dass du mal einen Gang nicht triffst. Dann ist natürlich dein Getriebe so im Arsch. Okay, wie wirkt sich das noch aus? Wir haben ja jetzt du hast hier weniger Masse, die gedreht. Genau, das heißt, wir haben hier irgendwie, was weiß ich, 10 Kilo oder so. Ja. Und hier haben wir jetzt, wie viel, 5,5? 5,5 Kilo ungefähr. Genau, das heißt, inwiefern wirkt sich das auch nochmal auf das Fahrverhalten aus? Dein Motor ist drehfreudiger, kommt schneller auf Drehzahl, weil er weniger Masse rotieren muss, als er mit dem Zwei-Massen-Schwungrad muss. Kommt eigentlich immer nur drauf an, deswegen braucht man eigentlich auch ultraleicht Felgen. Wenn man wirklich alles optimieren möchte, dann muss man jede Masse, die sich im Fahrzeug dreht, leichter machen. Das heißt, umso weniger Masse gedreht wird, umso weniger Umwucht in einem System ist, umso besser und feiner und schneller kann sich alles halt bewegen und drehen. Okay. Zeig mal schnell die Sintermetallkupplung und die Originale. Haben wir die Originale noch? Aha, hier sehen wir jetzt schon mal zwei richtig gravierende Unterschiede. Das ist ein Ring sozusagen. Ja. Und das hier sind ja nur so einzelne Abteile, wenn ich es jetzt mal. Also einzelne quasi Kupplungspads. Ja. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Vorteil, Nachteil etc.? Was man jetzt hier zum Beispiel sieht, sie sind irgendwie 23,6 ungefähr Reibfläche oder Durchmesser und hier sind nur 22,9. Also der Durchmesser der Reibfläche ist ein bisschen weiter nach außen, also kann dann mehr Kraft übertragen. Man hat halt hier gesinterte Belege. Was ist gesintert? Gesintert ist wie Backen. Das ist Material unter Druck backen. Okay. Und das
macht eine stabile Reibfläche. Das ist ja nichts anderes wie ein Bremsbelag quasi. Ja. Und warum ist es nicht durchgehend so wie hier? Warum sind das hier so Pads? Wieder weniger Masse, die sich dreht. Und du brauchst davon nicht so viel, weil die einen wahnsinnig hohen Reibwert haben. Mhm. Die haben einen schnelleren Kraftschluss. Da ist diese Spanne, die bei der Kupplung zum Beispiel so breit ist, wo man halt die Reibung hat, ist bei denen halt so kurz. Ach so, okay. Wo halt quasi von Reiben ins Feste gehen. Okay. Und was man auch hier sieht, um das Kuppeln nochmal zu vereinfachen, hier sind so Federmetall. Und diese ganze Platte kann man zusammendrücken, was beim Sinter nicht funktioniert, weil es halt einfach ist fest. Es ist einfach eine stabile Oberfläche. Das hier macht man halt natürlich auch, um wieder das Kuppeln zu vereinfachen. Damit, es muss ja jede Hausfrau mit einer Kupplung in einem Straßenfahrzeug auskommen. Und da ist klar, bei dem Ding hier brauchst du Drehzahl, du brauchst das Gefühl in der Kupplung und das muss man halt lernen, wie man es halt macht. Halt das Anfahren. Aber das willst du ja auch nicht im Stadtverkehr machen, weil da bist du blöd. Und die Kupplung geht natürlich dann auch wahnsinnig schnell kaputt, wenn man die ganze Zeit immer nur anfährt. Was bei der zum Beispiel wieder nicht das Problem ist, weil die hält halt einfach ewig. Frage, könnten wir die hier reinbauen? Nee, wegen der Reibfläche. Also können wir kurz schauen. Siehst du das hier? Du nutzt quasi weniger Durchmesser als mit der. Das heißt, weil man sieht hier, so ist ungefähr der Abstand und hier nutzt du halt einen größeren Radius, durch einen größeren Durchmesser. Also kannst du eine höhere Kraftübertragung machen, weil wenn dein Motor zum Beispiel getuned ist oder sowas oder einen Turbolader hat, dann hast du dadurch schon mal, kriegst du mehr Newtonmeter durch die Kraftübertragung durch und durch die Druckplatte, wenn die stärker die Mitnehmerscheibe auf den Einmassenschwungrad drauf drückt, hast du auch wieder eine höhere Kraftübertragung, also mehr Drehmoment. Das tatsächlich durchgang, weil die Kupplung kann dann nicht durchrutschen. Das würde bei der zum Beispiel dann eher passieren, dass sie durchrutscht. Bei Thema Einfahren, Motor einfahren. Du hast ja gesagt, dass im Stadtverkehr und so weiter das. Stadtverkehr kannst du vergessen. Ja, also das heißt, wir müssen entweder nur Autobahn fahren. Ja. Oder meine Überlegung war halt, ob wir jetzt quasi die Kupplung reinbauen zum Einfahren. Und dann, sobald wir eingefahren sind, zum ersten Trackday bauen wir dann die drauf. Wir zum Einfahren eh nur Autobahn fahren, weil Stadtverkehr fährst erstmal keine Kilometer zusammen. Ja. Und es wäre Blödsinn, in München rumzugurken. Ja. Weil da ja auch mehr Polizeipräsenz ist. Okay, aber das macht jetzt nichts, wenn wir, was weiß ich, 1000 Kilometer Autobahn ballern? Nein, der Kupplung ist es egal. Das Schadhafte für eine Kupplung ist das Anfahren. Anfahren, ja. Okay. Also es ist quasi von 0 km/h losfahren. Ja. Weil da ist die Reibung, klar, und das alles, was bewegt werden muss, am höchsten. Weil wenn du erstmal rollst, dann ist es nur auf und zu. Ja. Und das ist, naja, dann bewegt sich hier schon alles. Genau. Okay, alles klar, kapiert. So, das heißt, als nächstes Getriebe sauber machen. Hier ist unser Ausrücklager für die Kupplung. Ja. Wenn du die Kupplung drückst und es sich rau anfühlt, dann ist meistens das Ausrücklager ist halt dann einfach beschädigt. Das merkt man daran. Du musst es drücken und drehen. Dann ich drücke und drehe. Ja, geht schon viel schmuver. Schmuvi. Genau. Und das ist auch ein bisschen Spiel und hier gar nichts. Gar nichts. Deswegen war es neu und sowas kann halt Geräusche entwickeln und ja. Ich meine, wenn man schon mal die Kupplung neu macht, dann sollte man gleich alles neu machen, weil... Wenn man schon drankommt. Ja, weil bei den meisten PKWs zum Beispiel, für ein Daily oder so, da macht es halt Sinn, weil das ist eine riesen Act ist, muss die Abgasanlage raus, Hitzeschutz raus, das Getriebe raus. Ich würde sowieso immer alles neu machen, das gehört aber dazu. Brauchen wir jetzt nicht großartig drüber reden eigentlich. Genau, da ist jetzt von Sachs, ist da noch so ein... Fettarino dabei, Hochleistungsfett, und da werden wir jetzt überall so ein bisschen was hinschmieren. Das Wichtigste ist jetzt bei diesem Fett hier, es ist Fett. Ja. Und Fett bedeutet, dass wenn es auf die Kupplung, auf die Reibfläche kommt, rutscht die Kupplung durch, weil Schmierzeug ist kacke. Deswegen wirklich ein nur hauchdünn auftragen, wo tatsächlich dann das Ausrücklager läuft. Wenn man da zu viel drauf macht oder es zu gut meint mit dem Zeug,
dann kann das natürlich passieren, dass es dann auf die Reibfläche kommt und dann rutscht die Kupplung durch und dann kannst du wieder alles auseinandernehmen, reinigen und so, und das wollen wir nicht. Also überall, es reicht, wenn es ein ganz dünner Film ist, nur das ist, sorgt einfach nur dafür, damit das alles schön drüber gleiten kann, es soll aber nicht darin ertrinken. Und hier auf die Verzahnung und auf den Stößel für das Pilotlager einfach auch ein bisschen was drauf, dann geht es mit der Montage einfach leichter. Und dann kann man hier noch auf der auf den Flächen, wo dann im Endeffekt einmal der Zylinder, Kupplungszylinder drauf kommt und einmal hier das Gegenstück, was hier im Getriebe verbaut ist, der Halter. Da kann man noch ein bisschen was drauf machen und hier auf die Flächen, wo dann noch das Ausrücklager dann drauf liegt, ein bisschen was drauf machen und das reicht dann meistens. Und dann funktioniert die Kupplung einwandfrei und gibt es keine Probleme. Rinn damit. So, hier haben wir, schön. Ja, hier haben wir so Klammern. Die muss man halt hochdrücken und dann einfädeln hier. So, dann sind wir drin. Nehmen wir das richtige Pilotlager. Das wird dann hier reingeschoben. Genau. Dann ist es hier drin. Das bewegt sich dann, wenn hier, wenn man die Kupplung betätigt, drückt es hier raus und drückt auf die Druckplatte und löst quasi dann den Kraftschluss. Geil. Also jetzt sind wir hier schon mal soweit fertig. So, weiter.